Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein weiteres Unboxing für dich und zwar geht es um die Barbara Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich jetzt hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist tatsächlich die Februar- und März-Edition. Ich habe die jetzt heute am 27.02. bekommen und die kostet zwischen 25 und 30 Euro pro Box, je nachdem, welche Abo-Variante du wählst. Ich darf auch in diesem Video, da es eine Kooperation ist, eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, genau. Das ist eine Box gefüllt mit 8 bis 10 Produkten aus den Bereichen Beauty und Lifestyle, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Wir haben da Pflege drin, dekorative Kosmetik ab und an auch mal, aber eher Pflege, Lifestyle-Produkte auch mal ab und an mit dabei. Und ja, die ist halt inspiriert von der wunderschönen Barbara Schöneberger. Hier haben wir das Heftchen aus März, was 4,70 Euro kostet normalerweise. Und als ich das eben aus dem Karton geholt habe, ist es so rausgekommen. Und ich dachte erst, huch, was ist denn da los? Ich musste etwas lachen, um ehrlich zu sein. Du bist super. Ja, das ist immer sehr motivierend tatsächlich. Wir haben hier selten irgendwelche Zeitschriftenproben oder sowas drin, aber hier hast du halt so Beauty- und Lifestyle-Artikel und so ein Kram drin. Finde ich ganz nice. Lege ich bei uns auch immer ins Bad tatsächlich. So, die Box ist recht flach, sonst haben wir die... Manchmal steht die halt hoch oder so, ne? Da scheint jetzt nicht so viel drin zu sein wie sonst manchmal. Mal gucken, was wir jetzt dieses Mal auch für einen Wert und so drin haben. Ich glaube, auf der Homepage stand was mit 95 Euro. Bin ich gespannt drauf. Ja, sie kommt alle 2 Monate, habe ich das schon gesagt? Weiß ich gar nicht. Und ja, der Deckel ist entfernt. Ich finde, die ist so für sehr erwachsene Frauen gemacht. Ne, also ihr fragt mich ja manchmal auch, welche Box ist für mich am besten. Da kann ich euch nur das Video von der lieben Unbox Butterfly Nicole empfehlen. Die hat mal wirklich ein Video gemacht, wo sie alle Boxen, die sie so bei sich hat, gegenübergestellt hat und da die ganzen Kriterien herausgestellt hat. Ich verlinke euch in der Infobox mal ihr Video dazu. Das ist mega, wirklich gut. Ich hätte es nicht besser machen können. Natürlich hätte ich noch die ein oder andere Box mit reingepackt, aber... Sie hat da wirklich ganz, einen ganz tollen Überblick gegeben und ja, ich schicke das auch gerne immer weiter, dieses Video, an Leute, die mich fragen, welche Box lohnt sich für mich tatsächlich. So, hier haben wir dann Seidenpapier, ne? Und ein Seidenschleifchen, was das Ganze verschließt. Auch wenn ich ein bisschen schnupperig bin, rieche ich schnupperig. Ich habe einen kleinen Schnupfen, rieche ich mal. Da kommt jetzt so kein Duft raus, leider. Ich mag das ja eigentlich ganz gerne, wenn da irgendwas drin ist, was man direkt halt so riecht, ne? Um sich direkt schon so im Kopf auszumalen, was da drin sein könnte. Ja, dann müssen wir uns jetzt mal überraschen lassen. So, einmal den Kleber aufgemacht und da lacht uns schon direkt eine Leseprobe an. Da müssen wir gleich mal reingucken. Dann Ready for Takeoff ist das Motto und hier haben wir den Blick in die Box. Alles wird natürlich zuallererst etwas versteckt. Oh, ich habe gerade ein bisschen viel getrunken. Ein bisschen schnell. Ich hatte so Durst. Ne? Habe ich ganz viel Wasser getrunken. Ja, auf jeden Fall. Ja, Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Ich guck mal, ob ich hier irgendwie einen Teaser oder so habe. Ich hoffe nicht. Auch wenn ich jetzt gerade ein Unboxing mache. Egal, das ist wohl die erste Edition in 2021, weil die Januar-Edition war ja die Dezember- und Januar-Edition. Deswegen 1/2021. Ich habe wohl die Variante B, das steht hier oben drauf. Interessiert auch den einen oder anderen mal. Und weil du manchmal Produkte hast, die abweichend sein könnten. Und hier steht drin, diese Barbara-Box steht unter dem Motto Ready for Takeoff. Man muss ja nicht bedeuten, dass man mit dem Flugzeug abhebt. Man kann ja auch im Kopf viel erleben. Stimmt, ich verlinke euch hier oben mal meine Maskenweltreise. Finde ich total, ne? Man kann auch mal einfach durch Masken durch die Welt reisen. Damit der Geist reisen kann, haben wir ganz viele pflegende Produkte zusammengesucht, die sie entspannen lassen. Als kleines Goodie gibt es dieses Mal für sie ein hochwertiges und verspieltes Armband für das gewisse Etwas. Ich wünsche ihnen viel Freude beim Entdecken, Barbara Schöneberger. Also das ist halt wirklich, man wird gesiezt und da merkt man halt direkt, dass die Zielgruppe dann doch nicht ein Teenager ist oder sowas. Ab und an ist hier ein Rezept mit dabei oder Rabattcode von Foodist habe ich hier auch was mit drin. Ja, genau. Ne? So ist das. Leseprobe, Susanne Fröhlich abgetaucht. Ich mag nicht so gerne Leseproben, muss ich gestehen. Ich hole mir dann wirklich das Buch komplett und ja, läuft.
So, dann haben wir hier als allererstes, sowas kann man auch immer gut gebrauchen, auch wenn er nur drei Klingen hat. Das ist ein Rasierer von Balea, Fairy Tale Gleitstreifen mit Aloe Vera und Vitamin E. Also ich benutze Männerrasierer und ich habe dann auch meistens Rasierer mit 5 Klingen. Es geht schneller, es ist irgendwie schöner. Ich habe da weniger Rasurpickel und sonst irgendwas von. Ich komme da einfach besser mit klar. Ich weiß nicht, ob ich den dann wirklich mal trotzdem ausprobieren werde. Da, 3 Klingen ist echt ein bisschen wenig für mich. Das hört sich jetzt an, als wäre ich ein Bär. Nein, aber ne, es ist halt so. Wenn du ein junges Mädchen bist und halt ganz zarte Haare hast an den Beinchen oder ganz, ganz 3 Haare unter Achsel oder so, dann mag das ja alle wo gehen, aber nee. Also du hast hier 2 Klingen auch wohl irgendwie mit bei. Das ist alles ganz nice, ne? Wird auch seinen Wert haben, aber ist es mir zu wenig. Man muss ehrlich sein. So, jetzt habe ich ja auch noch ein bisschen Food drin. Das haben wir in so vielen, also so häufig begegnet mir das jetzt tatsächlich. Das finde ich extrem witzig. Scheint wirklich gerade Trend zu sein. Landpark, Bioquelle, sanfter Apfel. Ich glaube, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich genau dieses Produkt in den Händen halte. Wir haben ja auch die HelloFresh Box, da war das auch als Goodie irgendwie mit drin. Ich mag das gerne, ne? Deswegen, also das ist halt wie ganz, ganz milder Apfelsaft. Halt sanfter Apfel, passt auf jeden Fall. Ja, mag ich gerne. Ist halt nicht zu sauer, ne? Ist echt cool. Stelle ich mir auch hin. Wird aufgetrunken. So, hier ist jetzt das, was die angeteasert haben, glaube ich, ne? In so einem kleinen Samtsäckchen aus einem wunderschönen mintgrünen Türkis. Wer hätte das gedacht, dass ich diese Farbe feiere? Ja, ist so. Und hier haben wir ein Armbändchen. Ach, das ist aber schön. Warte, muss ich erstmal auseinanderfusseln. Das ist so ein Gelb-Gold halt, ne? Ich weiß jetzt nicht, welches Material das ist und ich weiß auch nicht, ob ich in der Box dann auch den Preis dazu finden werde. Muss ich mal gucken, ansonsten werde ich es einfach mit Vergleichbaren vergleichen. Ne? Das ist zweilagig. Einmal hast du halt so eine ganz normale Gliederkette und dann so eine, ja, ich weiß gar nicht, wie Schlangenkette oder so, wo einzelne Perlchen drin sind aus diesem Gold halt. Als Kette finde ich diese Art von Ketten, dieses hier außen, ne, immer etwas schwierig, weil sich meine Haare da immer drin vertuddeln, hier hinten im Nacken. Das tut immer furchtbar weh. Aber als Armkettchen kann das auf jeden Fall was werden. Finde ich schön. Sehr filigran. Schon cool. Zack. So, dann, upsala, ist hier noch viel, viel mehr drin. Ich habe hier ein bisschen Stoff drin. Läuft Baileys The Original Irish Cream, 50 ml. Ja, eigentlich trinke ich keinen Alkohol. Mittlerweile ist es so, dass ich ab und an mal sage, ich weiß nicht, liegt das an Corona? Ich weiß es nicht. Oh, komm, Schatz, wir gönnen uns mal, ne? Ich glaube, den gönne ich mir heute Abend mal einfach. Den muss ich aber jetzt kalt stellen. Ich liebe Baileys. Das ist echt so eine Sache, die kannst du auch super über Vanilleeis oder so drüber machen, ne? Ein Träumchen. Ja, hier habe ich jetzt etwas drin, was sehr groß und sehr schwer ist. Wusstet ihr, dass Triacle Moon die Verpackungsgrößen verkleinert hat und deswegen vom Verbraucherschutz ins Auge gefasst wurde? Ne? Ich finde es positiv, dass sie die Verpackung verkleinert haben, muss ich gestehen. Wenn der Preis dann gleich geblieben ist, ist es aber ein bisschen ärgerlich. Ne? Okay, auf jeden Fall. Pink Pomelo Rose, das ist ein Duschgel mit Grünteeextrakt und ja, da sieht man entweder 2 Münder, die sich küssen oder ein Kelch mit, ne? Je nachdem, wie man... Kennt ihr diese Bilder? Das ist immer eine witzige Kiste, aber gut. Ja, die Eiswürfel klirren fröhlich in unseren Gläsern. 3 Mädels, 2 Quadratmeter, Balkon und eine laue Sommernacht. Was für ein herzerfrischender Cocktail, ne? Ist ganz nice. Wir haben Februar, ist ein bisschen früh, aber läuft. Rose mag ich richtig gerne. So. Dann habe ich hier etwas drin von Alverde. Das können wir gut gebrauchen. Jetzt gerade ist es so ein bisschen von der Luftfeuchtigkeit, dass die ein bisschen ansteigt. Also mittlerweile sollten die Häutchen von uns nicht mehr ganz so furztrocken sein. Dennoch finde ich, also bei mir ist es so, meine Lippen sind halt nach wie vor relativ spröde. Und hier haben wir einen Lippenprimer mit Aloe Vera drin. Das ist eine ganz coole Geschichte, wenn du dir wirklich einen Liquid Lipstick oder sowas drauf machst. Dass du dir vorher so einen Lippenprimer drauf machst, damit er dir nicht so ganz extrem in die Fältchen rutscht oder so. Ne? Ist nice, finde ich ganz cool. Ist quasi ein dekoratives Kosmetikprodukt und wird deswegen auch in mein Fullface dekorative Kosmetik Beauty aus Beautyboxen reinwandern für Februar. Genau, das ist cool. Ich rede ein bisschen schnell, ne? Tut mir leid.
Ich muss mich zügeln. So, das hier ist ein Produkt, das ganz schön hochwertig ist und hochpreisig. Dr. Barbour Neurosensitive Cellular Intensive Calming Cream. 20 Milliliter haben wir hier in diesem Tübchen enthalten, was übrigens nur bis hier gefüllt ist. Ist ein bisschen interessant, wenn ich das gerade so gegen das Licht halte, ne? Das ist eine Gesichtspflege, die dir Feuchtigkeit spenden soll und dein Gesicht halt auch beruhigen soll, was immer eine gute Geschichte ist, finde ich. Also wenn man jetzt nicht unbedingt gerade ölige Haut hat oder so, kann man eigentlich immer so einen Feuchtigkeitsboost fürs Gesicht gebrauchen. Deswegen gefällt mir das. Also ja, bislang ist es ein guter Mix hier. Jetzt ziehe ich hier etwas raus, was ich jetzt nicht unbedingt gerne in Beautyboxen sehe. Sowohl Zahnpasta als auch mittlerweile, also ich weiß nicht, erst waren es Zahnbürsten, dann ist es Zahnpasta geworden und jetzt sind sie übergegangen zu Blasenpflastern. Das ist immer so dieser, stecken wir es einfach in jede Box, in jeden Adventskalender und einfach überall, wo man sowas reinpacken kann. Gut, ich kriege ein bisschen viele Boxen hier zu mir nach Hause. Wenn man wirklich nur ein, zwei Boxen oder so im Abo hat, dann wird man da nicht so von überflutet. Aber ich habe nicht mal Probleme mit Blasen an den Füßen. Ja, minus Sport wahrscheinlich. Wobei, doch, Sport auf der Yogamatte, Sport in Anführungsstrichen, wenn ich mit Sammy unterwegs bin, ne? Das ist für die Ferse von Compete, schnelle Heilung. Ja, ne, wie gesagt, wenn man sowas braucht, dann wird man sich darüber safe freuen, dass es in der Box mit drin ist. Ist jetzt aber auch für mich jetzt nichts für ready, ja doch, ready for takeoff irgendwie schon passend, ne? Ja, komm, das passt jetzt einfach mal gut zum Motto. Da beschwere ich mich nicht. Caudalie, das ist eine Augencreme, die wird teuer sein. 5 Milliliter haben wir hier drin. Ja, ne, das ist so eine Probiergeschichte, da hast du dann vielleicht 2 Wochen deine Freude dran. Und ich glaube, hatte ich die nicht schon mal ausprobiert? Ich weiß es nicht. Caudalie ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Marke. Die haben tolle Produkte, wo ich echt meine Freude dran habe. Sehr hautverträglich, ne? Und da hast du halt dieses Traubenkernöl-Gedönsen mit dabei immer. Und ja, deswegen ist ganz nett. Das ist ja auch was für die, also sehr, sehr bunt gemischt, ne? Jetzt immer, wenn ich das so nach hinten lege, dann sehe ich das ja auch quasi sehr bunt gemischt. Das feiere ich gerade hart. Das ist einfach mal eine Schokolade in Pink, in Rosa, von Heilemann Confiserie Ruby Chocolate Pur. Einzigartig fruchtig Schokolade aus der Ruby-Kakaobohne. Natürlich rosa, das Juwel aus den Tropen. Da bin ich ja mal gespannt, wie die schmeckt. Und ich glaube, wir probieren mal ein Stückchen. Ich mag eigentlich überhaupt nicht gerne Schokolade in Kombination mit irgendwas Fruchtigem. Zum Beispiel so Jogurette oder sowas. Boah, kannst mich mit jagen. Aber wenn die so von Natur aus ist, ne, ist noch so eingepackt. Na, wir gucken uns das mal ganz vorsichtig an hier. Oh. Wie mir einfach gerade das Wasser im Mund zusammenläuft. Ne? Ich bin ein Schokoholic vor dem Herrn. Ich liebe Schokolade. Das sieht echt schön aus. Da hast du auch so eine Prägung drauf. So, ne, sehr zart. Gucken wir mal. Oh mein Gott, das mag ich. Boah. Hm. Das hier wird den Abend nicht überleben. Hm. Mega lecker. Hm. Krass. Okay. Die Box ist aber noch nicht leer. Hm. Alverde Naturkosmetik Rouge und Highlighter in der Farbe 20 Setting Sun. Auch das wird dann in mein Fullface, ne, Beautybox mit reinkommen. Rouge und Highlighter. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich ein... Ja, jetzt Blush ist der mir aber ein bisschen zu hell. Gut, ne, machst du dir dann quasi dahin, wo du Blush und Highlighter auftragen würdest. Wird dann wahrscheinlich einen leichten Schimmer mit dabei haben. Das wäre für mich nur ein Highlighter. Sehr zart, aber so ist er halt Alverde, ne? Ich habe ja Alverde auch schon Fullface geschminkt. Was mich sehr überrascht hat, um ehrlich zu sein. Das sieht aber gar nicht mal so verkehrt aus. Sieht man das? Schwierig, ne? Schwierig, das jetzt einzufangen. Wenn ich das jetzt hier in der Handinnenfläche mal ein bisschen intensiver auftrage, könnte man das vielleicht sehen. Das ist ein sehr erwachsener Glow, der dadurch entsteht. Das wird ausprobiert. Das finde ich interessant. Gut. Dann haben wir hier etwas drin von De Lilou. Eine Handcreme mit 30 ml mit Paranuss. Ich glaube, die habe ich schon. Weiß ich aber nicht hundertprozentig. Die ist reichhaltig, nicht fettend, hautverschönernd und für trockene, raue Hände. Die habe ich, die werde ich ganzjährig auch haben, weil ich viel auch, also im Winter habe ich die einfach durch die Luftfeuchtigkeit und im Sommer habe ich die, weil ich ständig im Garten rumrenne und dann mit meinen Händen in der Erde rumwühle.
Und deswegen finde ich das nice. Kriegst du jetzt so nicht raus, aber ich meine, dass ich die auch schon habe, dass ich die auch mal ausgetestet habe und dass sie mir echt gut gefallen hat. Das finde ich cool. Vor allem reichhaltig und nicht fettend. Das finde ich nice. Okay, und dann haben wir noch Augenpatches. Gold Eye Brightening and Firming. Made with Real Gold Extract and Hyaluronic Acid von Vitamasks. Ja, die sind auch gar nicht mal so günstig, glaube ich. Ne? Das sind halt recht hochwertige Geschichten und die sollen sowohl glätten als auch Strahlkraft geben. Das kann ich gut gebrauchen. Das finde ich nice, auch wenn ich es eher präferiere, diese Eye Masks in Pöttchen haben zu können, wo 30 Stück drin sind, 30 Anwendungen. Hast du weniger Müll. Aber wenn die in Boxen mit drin sind, sage ich nicht nein. Genau. So, fühle ich mich jetzt ready for take-off, nachdem ich jetzt diese Box ausgepackt habe. Also bereit, um durchzustarten, ne? Theoretisch irgendwie schon. Ja, komm, ne? Also Schokolade gibt Power. Du kannst durch die Gegend rennen wie eine Bekloppte, weil du Blasenpflaster hast. Vorher rasieren ist auch nicht verkehrt. Deine Puffiness wegzukriegen unter den Augen kriegst du auch hin. Das hier gibt dir den ganz, ganz entscheidenden Kick, sage ich mal. Ein bisschen Pflege, ein bisschen Beauty. Gefällt mir. Also das war schon eine schöne Kiste. Und wenn man bedenkt, 25 bis 30 Euro bezahlt man für so eine Box, ist das auch vom Inhalt her vollkommen cool, oder? Was hättet ihr lieber dran gehabt? Was habt ihr nicht so gut gefunden? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Oder was habt ihr besonders cool an der Box gefunden? Und ja, denkt an die Verlosung. Alles, was ihr dafür tun müsst, steht in der Infobox. Genau. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Und wenn dir das Video gefallen hat, ja, dann lassen wir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Beautybox-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!